Nach der Ankündigung bundesweiter Warnstreiks für kommenden Montag werfen die Arbeitgeber den Gewerkschaften jetzt unverhältnismäßiges Handeln vor. Großstreiks, die ein Land lahmlegen sollen, seien keine Warnstreiks, sagte der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände, Kampeter, der deutschen Presseagentur. So gefährdeten die Gewerkschaften die Akzeptanz für das Streikrecht. Mit den Warnstreiks wollen die Gewerkschaften Verdi und EVG am Montag weite Teile des öffentlichen Verkehrs lahmlegen. Heute Vormittag meldete sich dazu auch Bahnsprecher Staus zu Wort. Er hat erklärt, warum die Deutsche Bahn den Verkehr am kommenden Montag direkt komplett einstellen will. Die EVG hat für kommenden Montag zu einem Megastreik aufgerufen. Gemeinsam mit Verdi will man das Land lahmlegen. Für die Deutsche Bahn bedeutet das massive Beeinträchtigungen des Bahnbetriebs. Zum Warnstreik aufgerufen sind ja Beschäftigte verschiedenster Berufsgruppen, also Menschen, die in der Instandhaltung arbeiten, in den Zügen, in den Reisezentren, aber auch in den Stellwerken. Und genau deshalb haben wir entschieden und müssen den Fernverkehr bundesweit am Montag komplett einstellen. Es nützt ja nichts, eine kurze Strecke mit einem Intercity oder ICE zu fahren, weil man einen Lokführer hat und der Zug dann irgendwo stehen bleibt, weil das Stellwerk bestreikt wird. Es ist viel besser, wenn die Züge am Dienstag in den Depots bleiben. Und es ist auch nicht möglich, für einen solchen Tag einen Ersatzfahrplan aufzustellen, weil eben sehr viele Berufsgruppen zum Streik aufgerufen sind. Da könnte chaotisch werden kommenden Montag. Max Kell in Berlin. Es gibt ja jetzt ziemliche Kritik an dieser Ankündigung eines gemeinsamen bundesweiten Streiks von Verdi und EVG am Montag. Die Arbeitgeber sagen, das beschädige die Akzeptanz von Warnstreiks. Wie begründen die Arbeitgeber das? Ja, Sie haben ja gerade schon das Zitat von Steffen Kempe, der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände, angesprochen, der gesagt hat, wer so handelt, handelt unverhältnismäßig. Und zwar geht es darum natürlich, dass durch diese großen und massiven Auswirkungen, die das Frustpotenzial in der Bevölkerung so groß wird, dass das Streikrecht, dass es beschädigt wird auf jeden Fall. Das ist quasi das richtige Wort. Darauf hat auch schon die EVG, einer der Streikbeteiligten, reagiert und hat gesagt, nein, es ist rechtmäßig, wir übertreiben nicht. Mit welcher Beteiligung rechnen denn die Gewerkschaften wohl am Montag? Es sind ja mehrere hunderttausend Menschen zum Streik aufgerufen. Die Gewerkschaften, die rechnen mit einer sehr hohen Beteiligung. Wenn wir uns einfach nur die ganz klaren Zahlen anschauen. Alleine Verdi vertritt rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst und bei Bund und Kommunen. Da sind auch viele im Nahverkehr und an den Flughäfen angestellt. Und auch die Eisenbahn- und Verkehrsgesellschaft EVG, die verhandelt für rund 230.000 Beschäftigte alleine. Wenn wir das zusammenzählen, da kommen schon ganz viele Beschäftigte zusammen, die sie vertreten. Und wenn dort die meisten auch ihr Streikrecht wahrnehmen, werden die Auswirkungen schon sehr massiv sein. Jetzt ist es ja so, dass es Verhandlungen zwischen der EVG und der Bahn wohl überhaupt erst im April gibt, also ganz geplant. Warum dann jetzt schon Streik? Das ist auch der große Kritikpunkt heute im Statement der Bahn gewesen, dass mit der EVG der nächste Verhandlungstermin erst in 5 Wochen ist. Ja, es geht darum, Druck zu erhöhen, eine gute Ausgangslage zu bekommen. Es finden natürlich gerade schon Sondierungen statt über die nächsten Angebote. Man möchte jetzt ganz klar machen, wir meinen es ernst, wir können Streiks auf die Beine stellen, die große Auswirkungen haben. Also es geht wirklich darum, ein Statement zu setzen, wir meinen es ernst und wir können einen großen Streik organisieren, wenn wir wollen. Jetzt hat die Bahn angekündigt, einfach direkt mal den kompletten Fernverkehr einzustellen. Mit welcher Begründung gibt es da nicht zumindest einen Notfallfahrplan? Notfallfahrplan macht aus Sicht der Bahn keinen Sinn, sagen sie. Es bringt nichts, wenn dann doch mal ein Zug fährt und dann stranden die die Fahrgäste dann irgendwo in einem anderen Bahnhof, sagt die Bahn, beziehungsweise auch wenn die Bahn fährt, dann heißt es ja nicht, dass wirklich auch der Zug fahren kann, also wenn der Zug fährt, weil die Stellwerke werden ja auch bestreikt. Die Bahn sagt, ein Notfallfahrplan macht keinen Sinn, weil einfach zu viele Berufsgruppen an dem Streik beteiligt sind. Wird das am Montag dann sowas wie eine Art Vorgeschmack auf einen möglichen Generalstreik? So sieht es auf jeden Fall aus. Es wird der Fernverkehr bestreikt. Dort, der ist sogar fast komplett eingestellt. Der Nahverkehr, die S-Bahn, viele Flughäfen werden nicht funktionieren. Also es sieht danach aus, dass vieles lahmgelegt wird. Und das kommt natürlich dann auch einen möglichen Generalstreik schon sehr nah.
Max Kell, wir sprechen demnächst auch noch mit dem Sprecher, dem Vorsitzenden sogar der Bahngewerkschaft EVG. Erstmal vielen Dank für diese Zusammenfassung.